voll, in die Presse. Voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Presse-Podcasts. Voll in die Presse. Und voll wird es langsam auch wieder hier im Benanza-Bus, denn wir sind heute das erste Mal zu dritt in diesem Bus, schön verteilt über drei Sitzreihen. Kollege Ballermann ganz vorne, das war ein großer Fehler, denn er beginnt gerade damit, die Kopfstützen abzubauen. Aber so kann man ihn wenigstens sehen. Ja, herzlich schön, dass willkommen. Ich da bin. Und in der Mitte, nach langer Zeit, welcome back to the bus, Prollo Ferrari. Da bin ich wieder. So siehst du aus. Ja. Ja, fast unverändert gut. Und im Homeoffice, vermutlich ebenso blendend gelaunt und aussehend, der liebe Sammer. Was? Ist. Wir sind wieder auf Betriebstemperatur. Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich noch so ein bisschen Housekeeping machen. Wir hatten euch ja per Twitter an einer kleinen Umfrage teilhaben lassen, nämlich mit der Frage, ob wir eine Diktatoren-Special-Folge machen sollen. Und die gute Nachricht ist, mit 100% hat man sich für die Diktatoren-Spezialfolge ausgesprochen. Das Ganze verteilt sich auf 5 Stimmen, also wie in guten Diktaturen übrig. Eine einheitliche Meinungsfindung, voll demokratisch. Diktatoren-Special wird also kommen. Kommen wird gegebenenfalls auch noch ein kleines Fiege-Bier-Tasting. Ihr erinnert euch, die Ruhrpott-Dame, das Ruhrpott-Mädel, hat ja seit langem angekündigt, uns mal hier mit Fiege-Bier zu versorgen. Und das soll jetzt am kommenden Dienstag passieren. Wir nehmen jetzt schon am Freitag auf, deswegen werden wir da einen kleinen Nachdreh, eine kleine Nachaufnahme versuchen, das ans Ende dran schneiden. Seid gespannt, hört die Folge bis zum Ende, dann könnt ihr das Ruhrpott-Mädel kennenlernen. Für heute haben wir aber, denke ich, auch richtig gut vorgesorgt. Ich sag's euch gleich, Jungs, ich habe gestern alle Schubladen fast in diesem Bus mit Bier vollgestopft. Geil. Einfach nur für die Zukunft. Man muss ja auch mal sicher gehen, dass man nicht trocken läuft. Und ja, das gesagt habend, können wir eigentlich auch langsam loslegen. Ja, ich muss vorher natürlich auch noch was loswerden. Ja. Denn wir hatten ja eine Hörerin, die dafür gesorgt hat, dass unser Podcast auch im Bonner Generalanzeiger genannt wird, und zwar auf eigene Initiative, so wie ich das verstanden habe. Und das fand ich, und ich glaube, das fanden wir alle auch ziemlich cool, dass sie das gemacht hat. Und deswegen aus diesem Grunde nochmal ein ganz herzliches Dankeschön und einen wunderschönen Gruß von Karl-Heinz Ballermann. An die liebe Esther. An die liebe Esther, ganz recht. Wenn die Journalisten schon unaufgefordert das schreiben, was du dir wünschst, dann bist du wahrscheinlich Diktator. Genau, das kommt dann auch den Diktatoren relativ nahe, ja. Ja, wunderbar, da freue ich mich schon direkt auf die Diktatorenfolge. Da wird der Ballermann natürlich monologisieren ohne Ende, das ist jetzt schon klar. Wieder. Ihr quatscht die ganze Zeit, ich habe noch kaum was gesagt hier. Wir haben auch erst 3 Minuten gesprochen. Labersack. Naja, aber ich bin jetzt auch still, mein Eingangsmonolog ist schon abgeebbt. Ja, dann möchte ich bei der Gelegenheit gerne anschließen an eure sehr charmante Diskussion zu verpassten Todeschancen vom letzten Mal. Ich habe da nämlich auch was gefunden, was ich euch nicht vorenthalten wollte. Und das läuft wahrscheinlich auch unter die Kategorie Jugendsünden mit der erschwerten Ergänzung, dass der Vater mit im Spiel oder mit drin hängt. Es war nämlich so, die Polizei hat in Tönisforst Ende Mai ein Catcar mit Motor aufgegriffen, das damit bis zu 35 km/h durch die Gegend brauste. Der 12-jährige Fahrer gab natürlich prompt gar nichts zu und sagte, sein Vater hätte das gebaut und hätte ihm das auch erlaubt, damit rumzufahren. Der Vater wusste, hier wird als halsbrecherische Fahrt zitiert, der Vater wusste natürlich von nichts, nachdem die Polizisten ihn sogleich aufgriffen. Und der arme Mann hat jetzt ein Erbindungsverfahren am Hals
Und jedenfalls, also das CAT-Car, die Kfz-Zulassung wäre auch spätestens dann gescheitert, wenn es um die Bremsen gegangen wäre. Denn eine zusätzliche Bremse, heißt es hier, die für derartige Geschwindigkeiten lebensrettend wäre, sei nicht eingebaut gewesen. Hat er das denn so richtig dieses, kennt ihr das noch bei meinem CAT-Car? Das hat einfach nur so eine, ja, so eine Blockierbremse, so ein Metallstück oder so. So genau, einmal über die Reifen drüber gedrückt. So wird es gewesen sein. War auf dem Foto, das jetzt mitgeliefert war, nicht zu erkennen. Und die Krönung: an dem heizenden CAT-Car hing auch noch der Kumpel mit dem Inlineskater dran. So, da kann man eigentlich nur sagen, die Polizei, dein Freund und Helfer, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Stelle ich mir unabhängig davon aber sehr geil vor, so einen Teil zu besitzen. Ja, ja, sehr cool. Und es deckt sich auch mit Kindheitserinnerungen, allerdings im nicht motorisierten Bereich. Weil, ihr wisst ja, ich komme von der Küste und was macht man da? Davor sieht man alles, was Rollen hat, mit Segeln. Ja? Und ja, wir haben tatsächlich mal versucht, einen CAT-Car mit Segel auszustatten. Das Bauen war total geil, das sah auch super aus. Es hat am Ende nicht so ganz funktioniert, aber wir als Kinder waren schon relativ stolz. Aber einer von euch ist stinkreich geworden, weil er daraus den Beachbuggy entwickelt. Nein, die Idee hat sich aber fortgepflanzt. Und zwar haben wir dann nämlich irgendwann, als wir dann allerdings schon volljährig waren, sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, den Schirmständer aus dem Garten umzubauen, nämlich mit Schlittschuhen zu versehen, da dann ein Opti-Segel reinzustellen und ein Kufenfahrzeug für den Winter zu machen. Wie heißen die noch? Diese Glider, diese Eisglider da. Ja. Und dann sind wir tatsächlich mit so einem Ding bei uns auf einen zugefrorenen Kanal gefahren. Das hat richtig geil geklappt. Wir haben auch richtig Geschwindigkeit drauf gekriegt. Wie gesagt, Sonnenschirmständer, Opti-Segel rein und ein bisschen so ein Grundgerüst. Das war richtig cool. Ja, voll geil. Wir hatten ja letzte Woche auch über diese Todesarten oder diese Nahtoderfahrungen gesprochen. Und da habe ich so vollmundig gesagt, ich kann mich an sowas nicht erinnern. Mir ist dann hinterher tatsächlich eingefallen, dass ich mit 16 Jahren als Austauschschüler in Amerika wahrscheinlich an einem Abend gleich fünfmal fast gestorben wäre, weil da haben wir uns auf die glorreiche Idee versteift, mit, glaube ich, insgesamt 6 Leuten in einem klapprigen alten Auto durch die Gegend zu fahren und andere Leute zu moonen. Rollo, du hast ja ein bisschen Affinität zu Amerika. Moon sagt er wahrscheinlich was, ne? Ja, das bezeichnet das Herausstrecken des blanken Gesäßes aus Autofenstern und dergleichen. Genau. Vorzugsweise im Vorbeifahren aus gesundheitlichen Gründen. Im Vorbeifahren, das haben wir dann auch gemacht in Reed City, Michigan, ein Wald, sehr waldiger Staat. Und dann sind wir als erstes an so einem Pickup vorbeigefahren, haben also den Arsch rausgehalten und sind weitergefahren. Auf einmal kam der Pickup von hinten angerauscht, raste an uns vorbei auf dieser Landstraße nach Big Rapids. Wir fuhren um die Kurve, er war verschwunden und kommen um die Kurve, dann steht dieser Pickup quer auf der Straße und der Typ mit dem Schrotgewehr davor hat auf uns angelegt. Dann haben wir ganz schnell gewendet und hat er uns durch den halben Ort verfolgt mit seinem riesigen Pickup. Wir haben ihn dann irgendwo abgehängt, aber hatten noch nicht genug, sind dann nach Big Rapids eben noch weitergefahren, haben dann beim McDonald's Drive-By einmal auch schön den Arsch rausgehalten und dann Ärger gekriegt mit dem McDonald's-Angestellten auf dem Parkplatz. Auch gleich noch einen Typen verärgert, der an unser geparktes Auto dann rannte und wie ein Irrer da an den Türen zerrte und uns da rauszerren wollte und verprügeln wollte. Ich glaube, wir waren 2 Mädels und 4 Jungs. Und als letzte und glorreichste Idee sind wir dann über den Campus der Ferris State University gefahren und haben dort auch irgendwie den Hintern halt sehr weit aus dem Fenster raushängen lassen. Dummerweise stand um die Ecke ein Fahrzeug der Campuspolizei. Der hat dann natürlich sofort die Blaulichter angemacht, hat uns verfolgt, bis er uns dann, also verfolgt, wir sind dann weitergefahren, als er uns dann einhatte und wir haben auch sofort angehalten, waren wir allerdings vom Campus schon wieder runter und ich vermute, dass er dort keine Befugnisse hatte. Also er ist dann an unser Auto ran, ja? Muss sagen, ich finde es löblich, dass ihr nicht nach bereits einem dieser Begebenheiten euer Mooning eingestellt habt. Nee, wir haben das den ganzen Abend durchgezogen und der Polizist kam dann so ganz klassisch an unser Fahrzeug ran. Wir waren, wie gesagt, zu 6, alle nicht angeschnallt, viel zu viele im Auto und dachten, es gibt tierisch Ärger. Der hat dann da so reingeguckt und hat die Leute gezählt, wir haben die Scheibe runtergekurbelt, hat er mit uns gesprochen. Und wir dachten, es gibt jetzt hier ganz, ganz schlimmen Ärger. Dann meinte er nur, ihr seid doch da gerade an mir vorbeigefahren, oder? Und wir so, ja, sorry. Und dann so,
einer von euch hat sein Gesicht ganz schön weit aus dem Fenster raushängen lassen. Und das gesagt habend, ließ er uns dann weiterfahren und haben wir gedacht, okay, cooler Polizist, also oder so ein Campus-Polizist, ist wahrscheinlich keine richtigen Polizisten, keine Ahnung, aber ja, ja, auch da hätte einiges schief gehen können. Das ist mein kleiner Nachtrag. Ja, wobei ich hätte so ein paar Schrotkugeln in euren Pobacken, hätte ich ganz witzig gefunden. Ja, so. Ja, als ich das meiner Tochter erzählt habe, die ja mich das ursprünglich gefragt hat, hat sie gefragt, bah, warum hängst du deinen Arsch aus dem Fenster? Und da habe ich gesagt, und das stimmt auch, ich selber habe meinen Allerwertesten an diesem Abend nicht präsentiert. Ja, ja. Ja, 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 na klar. Hier wird schon die erste und zweite und nun auch dritte Bierdose gereicht. Ja, ganz das ist recht. Aber hier so ein Standard 0815 Bier, ja. Damit kannst du mir jetzt nicht kommen. Da muss ich einmal, also weil ich bin ja mit dem Auto da und ich kann jetzt hier auch nicht 20.000 Bier trinken, da muss ich einmal eins meiner beiden mitgebrachten Biere vorne wegschieben, denn ich bin ja ein Berliner Kindl. Oh, jetzt kommst du. Ja, das ist ja was Besonderes. Das gibt es ja wie im Supermarkt. Besondere Ach, Dosenbiere nee. Aus ihrer Region. Aber das olle Heineken, das haben wir ja schon 5-mal getrunken. Das können wir doch unseren Leuten hier nicht antun. Doch, das können wir antun, weil wir wollten jetzt ja auch ein bisschen was über die Getränke erzählen, mein Lieber. Ach so, du wolltest heute mal zu Heineken aus. Und bisher war das immer nur das Notnagelbier. Das ist einfach das geile Bier der letzten Tage gewesen, weil... Da das ja in den letzten Tagen so richtig geiles Wetter war. Und ich finde, Heineken gehört zu den Bieren, die du trinkst, wenn du wenn es so richtig schön heiß draußen ist und du sitzt irgendwo am Wasser oder sowas und reißt dir einfach mal so eine Dose Bier auf, wahrscheinlich noch im Sonnenuntergang. Das verbinde ich da halt immer. Genauso wie mit San Miguel oder so etwas. Mhm, das stimmt. San Miguel ist auch hier im Bus. Ach, geladen. Auch. Ich habe San Miguel, Kindl, Efes aus der Türkei, Holsten für dich Nordlicht. Dann natürlich... das andere, wie heißt das hier? Astra, Taschenbock, Hasseröder und noch irgendeine. Das ist ja wahnsinnig. Aber auf jeden Fall, was ich interessant fand bei dem Heinekenbier, das wusste ich nämlich nicht. Also 1864 gegründet, das Bier. Und das war die ersten Jahre obergärig. Also wie Kölsch. Genau, eigentlich Kölsch. Und wurde dann erst ein paar Jahre später, ich weiß nicht, 1868 oder sowas, erst zum untergärigen Bier nach deutschem Vorbild. Was hier auf der Dose steht, war es von 1873. Vielleicht noch. Ja, kann sein. Aber der ist gegründet hat er das auf jeden Fall. Nach gregorianischem Kalender. Und dann, also kurz, wurde erst dann zum untergärigen Bier. Ne? Und wir hatten noch neulich dieses thailändische Pilz, ja. das Elefantenhoden hieß, glaube ich. Chang Dong, ne? Chang Bier. Ja, ich weiß, Chang Bier. Und das hatte ja einen ziemlich hohen Marktanteil in Thailand, ich glaube über 50%. Mhm. Heineken allerdings auch in seinem Heimatland. In Niederlanden. Ich glaube, der größte Konkurrent dürfte doch wahrscheinlich Amstel und Grölsch sein, oder? Ja, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall ist es auch die, die Brauerei, die den höchsten... das die höchste Export, den höchsten Exportanteil an Bier hat in der Welt. Ich kenne, also Heineken mag ich sehr, sehr gerne, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, weil er angeblich Dave Gahan immer trinkt, mein damaliger Held in Jugendtagen. Und beim Segeln, da gibt es Heineken auch, du hast ja jetzt auch nautische Erfahrungen gesammelt und beim Segeln als Segelschüler muss man immer Wände, Halse um Tonnen machen, Backbordtonnen und Steuerbordtonnen, so lernt man dann das Segeln. Und schnell zu manövrieren. Und wenn man die Tonne allerdings berührt, dann muss man bei einer Backbordtonne musst du eine Kiste Amstel springen lassen und bei einer Steuerbordtonne musst du eine Kiste Heineken springen lassen. Die Segellehrer hatten das immer darauf angelegt, dass die dummen Segelschüler halt das nicht richtig timen, die bong einmal gegen diese Fahrrinnentonnen dotzen und dann abends eine Kiste aus dem Supermarkt holen müssen. Also Heineken verbinde ich auch tatsächlich mit allem, was du gesagt hast und mit Segeln. Also abends dann da sitzen, Anleger, Sonnenuntergang. Dann machen wir es doch einfach mal auf. Ich packe meinen Berliner Kindl gerne wieder in die Kühltasche. Du hast mich überzeugt. Ja, und vor allen Dingen hast du wieder was gespart. Das kommt direkt in die große Schublade. Ja. So. Sag mal, was trinkst du denn? Wieder Hustenschleimlöser oder was? Ja, natürlich. Was denn sonst? Prost. Na klar. Prost. Wir haben ja echt Wohnungsnot, glaube ich,
in Deutschland. Ja, deswegen hocken wir auch in diesem Bus. Deswegen hocken wir inzwischen in irgendwelchen Bussen statt in schönen Tonstudios. Ben hat nämlich neben 20 Bieren auch noch eine Luftmatratze, eine Campingküche. Eine Campingküche leider nicht. Seine Frau im Kofferraum. Und eine Sauna. Eine Sauna, genau. Und Schlafsack und sowas habe ich da hinten alles drin. Aber an und für sich, weißt du, ich mache das immer so, ich habe nichts von all dem. Ich saufe mir einfach jeden Abend 20 Bier und dann ist mir das egal. Aber hier gibt es tatsächlich in München, Berlin, Hamburg, das dürfen ja so die teuersten Locations sein. Und das habe ich heute gefunden in der Abendzeitung, in der Münchner Abendzeitung, aus Protest gegen die hohen Mieten in München in dem Fall, hat ein Typ auf dem Dach eines Münchner Parkhauses ein Mini-Holzhaus errichtet und will jetzt ein paar Tage auf dem Dach von diesem Parkhaus wohnen. Also da könnte ich mich mit dem Bus direkt daneben stellen, dann machen wir da eine kleine Nachbarschaft auf. Und ja, will da protestieren. Der 28-jährige Jakob Wirth, das hat er mit Hilfe seines Freundes aufgebaut und will die kommenden Tage darin wohnen. Das Problem ist, dass die Betreiber von dem Parkhaus davon gar nichts wissen. Also das wird jetzt spätestens mit diesem Artikel heute sich ändern. Und er nennt diese ganze Aktion Penthouse à la Parasit und möchte damit eben auf dieses Wohnraumproblem aufmerksam machen. Ganz interessant, kleine Randnotiz in dem Zusammenhang, denke ich immer, ich finde, ah, da merkt man sofort, dass der Prollo wieder da ist. Ne? Das hat ein bisschen auch gefehlt. Grüß dich. Mahlzeit. Ich wollte schon immer mal ein Tiny House bauen. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? So Urlaub im Tiny House oder irgendwie sowas? Das ist ja durchaus so eine typische Reaktion, irgendwie in sich zu verkleinern insgesamt. Ich glaube, das ist meine Theorie, dass man das machen kann, aber nur, wenn man irgendwo wohnt, wo meistens gutes Wetter ist. Weil ich glaube, dass einem, so wie mir, nach einigen Monaten Homeoffice irgendwann die Decke auf den Kopf fällt und man irgendwie durchdreht, ob man das nun selber merkt oder nicht. Also das ist meine Annahme. Aber ist schon cool, wenn man sowas hat. Ja, ist ja im Prinzip wie ein, ja, also früher hätte man Wohnmobil gesagt oder Camper, aber Tiny House klingt natürlich um einiges geiler. Ja, ja, kann man machen. Meine Tochter, die wird zu einer ständigen Inspirationsquelle für mich. Mit der habe ich gestern gesprochen, über so ein ähnliches Thema. Und da sind wir irgendwie darauf gekommen, dass es voll cool wäre, so einen Doppeldeckerbus, so einen alten Doppeldeckerbus zu haben, den so als Wohnung auszubauen. So ein Londoner, Berliner, der 186er, der immer raus nach Lichterfelde zu meiner Oma gefahren ist. Ja, dann fang den doch mal. So weit zu dich quer mit der Schrotflinte. Der Ballermann schüttelt mit dem Kopf, der kann das überhaupt nicht verstehen. Ich meine, da würde ja sein Pool nirgendwo hinpassen, aber. Ja, der wohnt ja jetzt, der hat sich an sein Luxusanwesen gewöhnt, ja. Ja, wenn man die brennenden Tonnen ignoriert, lässt sich es da gut aushalten. Ja, vor allen Dingen aber immer so irgendwelchen, also Busfahren, ich meine, dass ihr Busfahren geil findet, ist natürlich wieder klar. Aber ich habe auf YouTube, wo wir gerade von kleinen Häusern sprechen, da gibt es so eine Serie, nenne ich das mal, da buddeln immer zwei, wie im vietnamesischen Urwald oder sowas, immer kleine Wohnungen und auch so Wellness-Oasen in den Boden hinein und füllen das dann nachher mit Wasser. Und zwar nur mit so zwei Bambusstäben graben die da unglaubliche Sachen aus. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Die füllen das, also die im Endeffekt einen Whirlpool dann mit Wasser füllen. Ja, aber das, also die machen so eine richtige unterirdische Wohnung teilweise oder ein unterirdisches Spa. Mhm. Nur mit diesen zwei Stöcken graben die das aus und leiten dann aus dem Fluss mit so Bambusstäben dann Wasser rein und springen dann da irgendwie immer rein und so. Das ist eine richtig coole Wohnung. Kann man auf YouTube verfolgen. Da wird man... Ein Spa. Ja, ne? Hat Suchtfaktor. Das glaube ich. Wie gesagt, ich finde, ihr merkt ja, dass ich ein Busfan bin und das wäre natürlich eine feine Sache, wenn man sich Bonanza-Bus-mäßig so ein bisschen vergrößern würde und zwei Etagen. Das finde ich gar nicht schlecht. Aber ja. Wo kriegt man so einen Doppeldeckerbus her? Also falls einer den hat, her damit. Clown. Du bist auch ein Clown. Der fällt ja im Straßenbild auch nicht weiter auf. Nee. Richtig. Haben wir eigentlich noch einen Presseartikel? Nee. Presse? Wollen wir eigentlich über Presse reden? Ach so. Ich dachte, wir trinken hier nur. Ist halt so gemütlich. Ja, ich finde auch diese Episoden von Ballermanns Privatleben und Lebenserfahrungen eigentlich immer viel interessanter als das. Ja, ich habe ja auch einiges zu bieten an Lebenserfahrungen. Ich mit meinen 39 Jahren, habe schon viel erlebt. Ja, so ist das. Bevor ihr da euch noch totlabert über eure privaten Träume,
komme ich jetzt mal hier zum Ernst des Lebens wieder zurück. Ich habe was gefunden auf ntv.de, meiner Lieblingsnachrichtenseite, und zwar vom 4. Juni mit der Überschrift: Finnen nehmen in der Krise mehr Drogen. So, und zwar, worum geht's da? In Finnland hat sich während der Corona-Krise der Konsum von Amphetaminen massiv erhöht. Wie die Gesundheitsbehörden in Helsinki bei der Vorstellung einer neuen Abwasserstudie erklärten, stieg der Verbrauch von Amphetaminen seit der Verhängung der Ausgangsbeschränkungen Mitte März um sage und schreibe 15%. So, und jetzt erstmal hier an die ganzen Junkies im Bus so die Frage: Amphetamine, was fällt euch zu dem Stichwort ein? Wozu kann man das Zeug gebrauchen? Bodybuilding, war das so? Da, auch Ecstasy, ne? Ist alles, alles Amphetamin. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Amphetamin, ich würde auch sagen, Bodybuilding hier so, Ecstasy, wahrscheinlich, weiß nicht, Viagra ist das auch? Prollo, du bist auch so ein Aufgepumpter. Ich weiß von nichts. Ja, ich finde jetzt eure Aufzählung schon mal interessant. Ist klar, dass euch genau diese Dinge einfallen, aber sie sind auf jeden Fall richtig. Also Speed ist da, wird da genannt, ja, illegale Drogen. Doping, ja, Bodybuilding, genau, aber nicht nur. Es ist vielleicht, Entschuldigung, dass ich unterbreche, vielleicht sind es auch so Dinge, die du nimmst, wenn du Depressionen hast. Irgendwie so die, wie heißen ja, das, die denn da, diese Stimmungsaufheller? Dafür wird es ja nicht genannt. Ursprünglich ist es wohl so, dass es auch als Medikament zur Weitung der Bronchien verwendet wurde und auch als Appetitzügler. Allerdings wegen des Suchtpotenzials heute nicht mehr, sondern heute wird es verwendet, unter anderem als Medikament gegen oder zur Behandlung von Narkolepsie. Ich nehme an, ihr wisst, was das ist. Was? Prollo ist gerade weggenickt. Ja, ich weiß gar nicht, wie man es quasi auf gut Deutsch nennen würde, so eine Art Schlafkrankheit. Alfred Hitchcock hatte die. Und es wird zur Behandlung von ADHS eingesetzt. So, jetzt auch wieder hier mal, komm, ihr Experten, raus mit der Sprache. Wofür steht eigentlich ADHS? Attention Deficit Hyperactivity Syndrome. Auf Englisch hast du es schon mal perfekt rübergebracht. Nee, das ist Hibbelmoor-Syndrom. ADHS ist hier ein Stichwort, wofür es eben heute noch genutzt wird, neben dem, wofür ihr es braucht, nämlich Speed zum Beispiel. So, und jetzt geht's weiter hier in dem Beitrag. Da heißt es, dass der Zusammenhang zwischen den Ausgangsbeschränkungen und dem Anstieg beim Konsum der Droge zwar insofern nicht zweifelsfall belegt werden konnte, dass es nicht vielleicht auch Zufall sein könnte, dass also quasi zufällig in diesem Zeitraum hochgegangen ist der Konsum. Aber es sei eine Tatsache, dass der Amphetaminkonsum so hoch ist wie noch nie zuvor. Zumindest im Großraum Helsinki wird hier der Leiter der Abteilung für forensische Toxikologie am Nationalinstitut für Gesundheit und Fürsorge, Teemu Gunnar, zitiert. Die haben das also aus Abwasseranalysen gewonnen, diese Erkenntnis. Da möchte ich auch noch mal kurz ganz nebenbei daran erinnern, dass ich in der allerersten Folge mal erzählt hatte, dass in Frankfurt am Main mal das Wasser analysiert wurde und da ist man auf einen großen Anstieg von Kokain gekommen. Also interessant, was man so aus Abwässern und Flusswasser und so weiter alles für Analysen rausziehen kann. Jedenfalls, jetzt kommt noch ein interessanter Aspekt. Aus regelmäßigen Abwasseranalysen gehe hervor, dass sich der Amphetaminkonsum in Finnland seit 2013 verdreifacht habe, sagte Gunnar. Und jetzt der Punkt, auf den ich hinaus will: Die jüngsten Auswertungen des Abwassers im Großraum Helsinki zeigten jedoch auch, dass seit Beginn der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie kein Anstieg beim Konsum anderer Drogen wie Kokain oder Ecstasy zu verzeichnen sei. So, was sagt uns das, dass jetzt hier nur Amphetamin, aber eben nicht andere Drogen angestiegen sind, zumindest wenn man die Analysen des Abwassers heranzieht?
Ja, wenn du nicht feiern gehen kannst, was bringt dir denn eine Line Koks? Aber ich weiß es. Dann sitzt du durch dein Wohnzimmer und hörst irgend so einen Balkon-DJ zu oder was? Meine Theorie ist, dass die Leute einfach, das ist wahrscheinlich so ein Entdeckungsphänomen, ja. Bisher haben die Leute sich im Wald getroffen, in Gruppen, das konsumiert und haben dann in den Wald gepinkelt und jetzt müssen sie brav alle runtergeklappten Toilettensitz und schön sich zu Hause hinsetzen und dann kommt das in die Abwasser-Mess-Analyse-Kanäle quasi. Aber warum keine rein. Drogen? Ja. Warum keine Drogen? Ja, so. Aber trotzdem also, interessanter. Ja. Weißt du, was mein Tipp ist? Eine schöne Theorie vom Prollo. Ich habe eine etwas andere Theorie. Der Ben sagt ja eben, was nützt dir die Droge, wenn du da jetzt irgendwie im Lockdown zu Hause hängst? Ich habe auch gelesen die Tage, dass zum Beispiel in Deutschland und auch in anderen Ländern, wo man das abgefragt hat, der Alkoholkonsum tatsächlich zurückgegangen ist. Insofern, das stärkt ja das, was Ben gesagt hat. Meine Idee ist jetzt, und ich hoffe, dass ich damit komplett daneben liege, aber das ist irgendwie naheliegend, wenn wir jetzt nochmal an das ADHS denken und an den Lockdown und daran, dass jede Menge Kinder zu Hause jetzt hocken und so wie wir das ja auch alle kennen, die Kinder zum Homeschooling und weiß nicht was heranziehen müssen und gleichzeitig eben auch arbeiten müssen. So, also man könnte auf die Idee kommen, dass die finnischen Eltern ihre Kinder mit ADHS ein bisschen mehr als sonst stillgelegt haben, um den Lockdown etwas besser zu überleben. Also wir machen das ja noch ganz klassisch mit Fernsehen. Da sieht man mal, die Finnen, die haben es raus. Die sind einfach schlau. Ja. Die haben es raus, die Finnen, ja. Also das ist jetzt natürlich eine wilde Theorie von mir. Nee, das stimmt ja. Dass ich als Verschwörungstheoretiker gehandelt werde demnächst. Du doch nicht. Aber das ist doch total Sinn, ist doch total nachvollziehbar, was du sagst, finde ich auch. Ja, eben. Ich fand meine Theorie auch unglaublich plausibel und muss jetzt hier dann auch nochmal einen weiteren Punkt ansprechen. Wir haben ja auch mal gesagt, dass wir auch immer mal gucken, weil irgendeine Kritik an einem Artikel, wie er geschrieben ist, üben wollen. Und in dem Zusammenhang, hier der Artikel ist überschrieben mit der Überschrift Finnen nehmen in der Krise mehr Drogen. So, also, wir lernen, Überschrift und Artikel passen häufig nicht zusammen. Das ist ja eben gerade herausgekommen, dass das eigentlich nicht der Fall ist, mit Ausnahme von Amphetamin. Insofern eine kritikwürdige Überschrift. Ja. Aber sag mal, erinnere dich mal, wir haben ja mal früher in dem Bereich auch gearbeitet und dann haben wir uns auch immer über die Überschriften geärgert. Und da hat mir mal eine Journalistin erklärt, dass ja der Artikel wird vom Journalisten geschrieben, aber die Überschriften, da gibt es eine eigene Redaktion für, so eine Headliner-Redaktion. Und die fliegen da wahrscheinlich einmal drüber und sagen, okay, ich muss jetzt hier irgendwie ein paar Suchwörter da einbringen, so ein paar Keywords und natürlich möglichst plakativ und nicht zu reißerisch, aber Aufmerksamkeit erzeugend formulieren. Und dann wird da draus halt einmal ganz kurz die Finnen nehmen mehr Drogen, anstatt finnische Kinder sind in dem Lockdown überfordert und die Eltern sind überfordert und füttern ihre Kinder mit Tranquilizern oder und so. Und wenn du dir 2-3 Mal so eine Schote geleistet hast, wirst du zum Bildunterschriften-Heini gedowngradet. Ja. Das ist gar kein Downgrade. Also interessant. Meinst du? Nee. Interessant wäre es ja auch noch, solche Analysen mal, weiß nicht, aus Deutschland oder so zu bekommen, eben auch auf Amphetamin. Da könnte man nochmal abgleichen, ob an dieser Theorie, die ich eben geäußert habe, irgendwie was dran sein könnte. Aber ansonsten, um den Artikel jetzt hier noch abzurunden, hier wird auch noch kurz beschrieben, dass das Abwasser von den finnischen Gesundheitsbehörden auch daraufhin analysiert wird, ob Coronavirus-Erbgut oder Bruchstücke davon, wie es hier heißt, irgendwie nachweisbar sind. Und daraus will man dann eben Aufschluss bekommen über die Dunkelziffer bei Corona-Infektionen. Und die zuletzt veröffentlichten Analysen von Ende Mai heißt es hier, darauf schließen, dass es in den Großstädten Helsinki und Turku weiterhin Coronavirus-Fälle gibt. In anderen Landesteilen ist die Infektionsrate demnach jedoch stark zurückgegangen. Also interessant, wie gesagt, nochmal, was man alles aus Abwässern so herausziehen kann an Informationen.
Ja, deswegen, also ich tunke auch gerne mal zur Spargelzeit meinen Finger in die Abwässer. Mal gucken, direkt mal, um zu schauen, wann die Spargelzeit vorbei ist. Das kannst du aber riechen. Ne? Eben. Ich stecke nicht meinen Finger da rein, ich rieche einfach nur mal kurz. Aber hier, die Bildunterschriften, da waren wir noch. Ne? Ich finde das eigentlich eine große Kunst, auch wenn es manchmal ein bisschen misslingt oder zu kurz gegriffen ist, Aussagen derartig auf den Punkt zu bringen oder bringen zu wollen. Das ist eine große Kunst. Da möchte ich dir ausdrücklich zustimmen, weil wir hatten ja letzte Woche erklärt, dem Ballermann, was Shownotes sind. Und die Shownotes, also der Artikel zu dem Ganzen, das ist ja auch oft garniert mit Bildern oder generell auch Blogartikel auf der Benanza-Seite. Und tatsächlich überlege ich, jetzt vielleicht nicht hier, wenn wir die Bierflaschen da zeigen, aber überlege ich oft sehr lange, wie packt man einen sinnvollen Satz unter so ein Bild, ohne dass es zu langweilig ist, zu nichtssagend und aber auch nicht zu detailliert. Also das ist wirklich, da bin ich ganz bei dir. Genauso mit den Titeln natürlich auch. Da braucht man oft länger für, als irgendwie den Text da mal runterzuschreiben, ne? Weil du hast halt nur diese eine Zeile. Und da muss alles sitzen. Da benutzt du irgendwie ein Wort. Manchmal schreibe ich das da hin und stelle dann hinterher fest, das hört sich zwar gut an, aber das trifft überhaupt nicht den Inhalt. Mhm. Ne? Du hast eine schöne Überschrift oder eine schöne Unterzeile, aber das trifft überhaupt nicht das, worum es eigentlich geht. Und die Zeit haben die vielleicht auch beim Fernsehen, sage ich schon, bei den Medien oft nicht. Ja, zumal die Überschrift ja auch unter Clickbaiting-Zwang steht. Ja? Also ja, die definitiv. Überschrift muss ja geklickt werden. Wenn der Artikel scheiße ist, dann ist der Klick ja schon gezählt. Schlagwörter unterbringen und so weiter. Ja. Ich habe jetzt kürzlich, das ist jetzt völlig aus dem Zusammenhang, aber passt zum Thema, einen Fahrradreparaturservice gesucht, habe auch einen gefunden in Bonn und war ziemlich angenervt davon, dass ich habe natürlich erstmal auf die ersten Google-Treffer geklickt, ja, und die ganze Homepage war im Grunde mit Menüs wie Fahrradreparatur in Bonn, Fahrrad kaufen in Bonn und so weiter vollgestopft, einfach, dass ich das Ding finde, ja, sodass letztendlich muss ich sagen, unabhängig von der Qualifikation des Ladenbesitzers, je weiter oben, desto beschissener am Ende auch die Seite, ja, weil es einfach so optimiert ist, dass du im Grunde, dass die Seite für einen normalen Menschen gar nicht mehr vernünftig lesbar ist. Tja. Ja. So. So ist das. So ist das. Leute, habt ihr Lust auf was Schlüpfriges? Oh. Ich habe nämlich heute nur schlüpfrige Sachen. Ich habe gleich noch was mit Titten. Kleiner was Teaser. Ist das? Du hast nur was Schlüpfriges an. Ja. Ballermann, habe ich das richtig verstanden? Ja, das leider auch. Das kannst du dir aber nur vorstellen. Die anderen haben natürlich die direkte Sicht drauf. Aber ich habe in der Tat noch was Schönes Schlüpfriges für euch. Und zwar, vielleicht kennt ihr ja die Sendung Joko und Klaas. Ich habe sie schon ehrlich gesagt lange nicht mehr gesehen. Nach dem Konzept, was derzeit wohl läuft oder zumindest gelaufen ist, spielen Joko und Klaas wogegen Pro7 ihren Sender und können dann, wenn sie gewinnen, haben die dann 15 Minuten freie Sendezeit, die sie wirklich frei bestücken können mit ihren eigenen Themen, wo der Sender zumindest angeblich auch kein Mitspracherecht hat. Und diese 15 Minuten Sendezeit werden meist für wohl Themen verwandt, die eine gewisse gesellschaftliche Relevanz haben. Und deswegen haben Joko und Klaas in der, ich würde jetzt mal sagen, letzten Sendung, weil das ist hier ein Bericht vom Spiegel vom 20.05., einem Thema gewidmet, nämlich dem Thema sexuelle Belästigung und Gewalt gegen Frauen. Und haben das, weil sie hatten ja nur 15 Minuten Zeit, haben das gekleidet in eine Ausstellung. Und zwar in einer Ausstellung namens Männerwelten. Und in dieser Ausstellung führen Frauen durch Bilder von Dickpics. Was sind Dickpics? Das ist das, was du immer abends verschickst, wenn dir langweilig ist. Ja, dann sag doch mal. Das sind Schwanzfotos. Ups, Penis. Vielleicht Penis sage ich es netter. Ich sage, weil meine Kinder das ja auch, das sind Fotos von den Genitalien, die Männer verschicken. Und ich habe dazu auch eine eigene Theorie. Ich habe das Gefühl, die denken, das ist wie so eine Angelrute. Wenn du sozusagen deinen Penis per
Foto in einen Chat oder in eine WhatsApp-Gruppe oder in eine WhatsApp-Nachricht reinschmeißt, dann haben die so das Gefühl, dass die Frauen dann anbeißen, dass sie das irgendwie anmacht und dann auch direkt irgendwie Nacktfotos zurückschicken. Weil anders kann ich es mir nicht erklären, was man damit beabsichtigt, seinen Penis so direkt zu präsentieren, meistens ja auch dann in dem entsprechenden Zustand, und das einfach jemandem, den man gar nicht kennt, zu schicken. Der unbestreitbare Vorteil ist natürlich, dass man auch zumindest, was ja abgesehen von guten Bekannten, nicht erkannt wird, wenn man so ein Bild schickt. Ja, also. Du meinst bei einem Mikropenis. Nee, aber wir könnten dazu zu der Thematik ja mal die Sozialpsychologin Professor Krahe von der Universität Potsdam fragen. Und die hat nämlich ein Interview gegeben im Spiegel angesichts dieser Ausstellung. Und der Spiegel stellt eigentlich die Fragen, die, glaube ich, jeder fragen würde. Nämlich, wieso verschicken eigentlich Männer über Tinder, WhatsApp oder sonst was einen Penis an Frauen, ohne dass diese explizit darum gebeten haben? Und da sagt sie, ja, weil der Penis natürlich der Inbegriff der Männlichkeit ist und die Männer sich selbst vergewissern wollen, wie männlich sie sind. Und das wollen sie unter Beweis stellen. Und mit der Übersendung dieses Penises üben sie Macht aus. Hm. Angeblich. Also stellt nochmal der Spiegel ein bisschen treu doof die Frage, Sie wollen also keine Freude damit machen? Eher nicht. Eher nicht. Sondern das Verhalten ist eher darauf gerichtet, Mut und Dominanz zu zeigen. Und es ist eigentlich eher ein Weg, einfach bewusst über die Stränge zu schlagen, weil diese Dickpics werden wohl anonym versandt. Also man kann das dann wohl auch nicht zuordnen, von wem das dann wirklich kommt. Sag ich ja. Ja, das finde ich gar nicht so selbstverständlich, weil man hat ja eigentlich die Handynummer oder ich weiß jetzt nicht, wie das läuft, ja. Über irgendwelche, ja gut, wenn es stümperhaft gemacht wird, mitunter. Das hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt. Ja, mich wetten sie sofort. Also, die halt nicht mit Untertitel verschicken. Also ja. was auf jeden Fall im Kommen ist, ist sich Fotos oder Handys von anderen, zum Beispiel hier von dir zu nehmen und dann einfach den eigenen Dödel zu verschicken, ja. Das Adressbuch. Ja, okay, bei dir muss ich guck gleich mal, ob mein Handy noch hier liegt, ja. Naja, also. Ballermann, wir haben also jetzt hier die Angelrutentheorie vom Ben und die Machttheorie von der Frau Professor. Ja, wobei ich die Angelrutentheorie vom Ben finde ich eigentlich auch nicht abwegig. Ja. Aber gut, sie sagt eben, das ist letztendlich eine Macht, ein Machtinstrument. So, und dann fragt sie auch, fragt der Spiegel weiter, was unterscheidet das eigentlich von einem Exhibitionisten? Das hätte ich nämlich auch gedacht. Gute, ja. Gute Frage, ja. Und und da sagt sie ja, der Exhibitionist, der möchte sich einfach nackt zeigen und dann geht ihm halt da einer ab. Und diese Typen, die mal diese Penisse schicken, die erwarten eine Reaktion. Und genau. Möglichst bitte auch eine positive Reaktion, was eigentlich so in dein Thema auch passt. Und wenn das nicht der Fall ist, fragt dann der Spiegel, ja dann werden diese Typen sofort aggressiv. Also, und zwar blitzschnell, beleidigend aggressiv, die werden dann halt richtig krass drauf, ja. Was denken die sich eigentlich? Ich meine, die schicken Penis, da könntet ihr ja nicht erwarten, dass die Frauen da klatschen, das in Empfang nehmen. Aber das scheint wohl auch eine gängige Reaktion zu sein. Das finde ich. Ja, was ich interessant finde, ist, dass, also, was im Internet passiert, das will man wahrscheinlich alles gar nicht wissen, ja. Und das gehört vielleicht auch nicht hierher. Also du kannst ja da Penisfotos hin und her schicken, wenn das sozusagen im wechselseitigen Einverständnis ist. Aber genau das, worum es da ja geht, ist ja dieses Unaufgeforderte nach dem Motto, das Erste, was du von mir bekommst, ist nicht ein schönen guten Tag, hallo, sondern erstmal so direkt so den Bimmel da irgendwie rüberschicken. Ja, es ist sogar noch anders. Das ist wie die Angelrutentheorie, dass die halt. Das ist ja anonym, ein riesiges Becken potenzieller Frauen und interessanter Paarungspartner und so. Und dann schleudert man wahrscheinlich da in 40 Chats irgendwie dieses Bild rein und irgendeine wird schon positiv drauf reagieren. Und dann geht es da halt weiter. Was ich jetzt nicht gedacht hätte, ist, dass sie dann aggressiv reagieren, wenn da mal irgendwie eine negative Rückmeldung kommt, weil das ist ja eigentlich zu erwarten. Also allein schon für diese Art und Weise. Hätte ich auch gedacht. Es ist übrigens denn, auch. Ist denn bekannt, ja, wie sich diese Aggressivität äußert? Also gibt es da nähere Ausführungen zu? Nee, aber anscheinend verbal. Also dann eben mit wüsten Beleidigungen. So hört es sich auf jeden Fall an. Das ist aber und, nicht ganz und genau. Fleischpeitsche. Die Fleischpeitsche. Genau.
Ja, was auch interessant ist, es ist nicht nur so, dass die das einfach so, sag ich als erstes auf den Markt werfen, teilweise gehen auch einfach normale Unterhaltungen voraus und auf einmal kommt der Penis. So, so völlig unvermittelt, ja? Völlig unvermittelt, genau. Krass. So, und jetzt dann aber auch die Frage, die ich auch gut finde, gibt es eigentlich auch Frauen, die Männern ungefragt Bilder von ihrer Vulva schicken? Ja, finde ich eigentlich auch naheliegend. Und da sagt dann die Professorin Krahe, ja, das würde mich wundern, wenn das nicht so wäre. Wohl aber in einem reduzierteren Umfang. Es gäbe allerdings auch natürlich Männer, die negative Erlebnisse in diesem Bereich hätten. Und dann fragt sie noch, wird in dem Interview noch weiter gefragt, ja, wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Und da sagt sie auch, es gibt da eigentlich kein Patentrezept. Da muss jede Frau ihren Weg gehen, wie sie damit umgehen will. Ja. Und aber eins ist klar, man sollte es nicht einfach für sich so akzeptieren. Das, was ich an dem Artikel wirklich interessant fand, das ist eigentlich mein Eingang. Nämlich, ich sagte ja, Joko und Klaas haben sich diese 15 Minuten erspielt, dann die Ausstellung gezeigt, Männerwelten als Video. Präsentieren sich ja also sozusagen in der Rolle, solche sozialen oder gesellschaftlichen Missstände aufzuarbeiten. Und dann gibt es ja immer welche Leute, die das sich nochmal anschauen, was in der Vergangenheit so gelaufen ist. Vielleicht auch mit diesen Personen, ja. Und da muss man sagen, dass sie sich teilweise ganz schön als Saubermänner hier präsentieren. Der Joko Winterscheid, der hat nämlich 2012 in einer Sendung Neo Paradise, und ich habe mir das Video angeschaut, auf einer Messe, zusammen mit einem Kompagnon, der heißt Häufer Umlauf, ja. Ja, das ist Klaas. Das ist der Klaas, ne? Das ist der Klaas, ne? Genau. Da war man wie immer bestens informiert. Ja, ich weiß, Neo Paradise war übrigens, ein gewisser Herr Häufer Umlauf. Ja, aber der war so ein bisschen auch der Vorgänger von Joko und Klaas. Also ja, aber der Joko sah aus wie Joko, aber der Klaas, der sah halt nicht so aus. Wahrscheinlich den Bart noch nicht. Ja, keine Ahnung, ganz komisch irgendwie. Auf jeden Fall stand da die Hostess, ne? Und dann sind die dahin und dann hat der Joko, der an die Brüste gefasst und an den Hintern gefasst und hat einfach mal so die Reaktion getestet, ne? Und dann hat der Klaas gesagt dazu im Nachgang, da stand die da wirklich und hat sich richtig entwürdigt gefühlt. Die fährt gleich mal nach Hause und wird erstmal schön heulen unter der Dusche. Die steht dann da 6 Stunden unter der Dusche, hat er in dieser Sendung gesagt. Ja. Also die beiden Vögel, die sich jetzt hier als gesellschaftliche Saubermänner aufspielen, haben 2012 da auf Kosten von einer jungen Frau schön Quote gemacht. Was mich echt überrascht, ist, dass das noch 2012 so im deutschen, sogar öffentlich-rechtlichen Fernsehen passieren kann, weil ich musste gerade schon, bevor du das gesagt hast, ich kannte die Geschichte nicht, spontan an Harald Schmidt denken. Harald Schmidt ist ja auch echt ein Held meiner Kindheit, genauso wie eine Heldin meiner feuchten Träume früher Samantha Fox war. Und dann gab es diese Sendung, wo Samantha Fox in seine Schmidt-Show gekommen ist, irgendwann in den 90ern wahrscheinlich, und natürlich dann das Thema Oberweite und so ganz schnell auf dem Tisch lag. Und dann hat er der auch so unvermittelt an die Brüste gefasst. Einfach so, ne, vor laufenden Kameras. Und die hat ihn, glaube ich, weiß nicht, ob die ihn verklagt hat. Es gab auf jeden Fall so ein bisschen Irritation. Und da habe ich vor ein paar Wochen noch gedacht, wie krass sowas, so einer, der das heute machen würde, der wäre doch tot. Also der wäre doch tot im öffentlichen Fernsehen oder überhaupt im Fernsehen. Der wäre ja nicht vermittelbar. Und jetzt erzählst du gerade, vor nicht einmal 8 Jahren ist das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen passiert mit Leuten, die heute noch ganz groß dabei sind. Also ob das jetzt vielleicht Spaß und Satire und so weiter ist, also wenn es jetzt nicht gefaked ist, und selbst dann ist es eine schlechte Satire, ja, weil das passiert ja auch leider tatsächlich. Krass. Also eine Gemeinsamkeit mit dem Dickpick ist ja, dass es mutmaßlich unaufgefordert passiert. Ja, also du greifst da irgendwem wohin oder zeigst irgendwas, ohne halt, dass das Gegenüber signalisiert hat, dass es da in irgendeiner Form aufgeschlossen wäre, ja. Und das ist ja letztendlich so ein Übergriff, in welcher Form auch immer. Ja, ein physischer Übergriff, ne? Ja, ja, es zeigt aber doch auch, ich meine, es wird ja immer mal wieder
auch kritisiert, ne, irgendwie, was weiß ich, Genderwahnsinn und keine Ahnung, alle möglichen Themen seien so ein bisschen überzogen. Und wenn man aber so einen Vorher-Nachher-Vergleich mal macht, oder wie ihr das jetzt gerade dargestellt habt, wenn man sich das mal anguckt, dann sieht man doch eigentlich, wie notwendig es ist, dass man bestimmte Themen, wie zum Beispiel eben das Thema sexuelle Belästigung, dass man die Themen als Gesellschaft, nicht nur irgendwie als Einzelner sowieso, aber auch als Gesellschaft noch angeht. Denn ich gebe dir vollkommen recht, Ben, es ist kaum zu glauben, dass so etwas im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch noch irgendwie denkbar war. Ja, und es ist noch nicht mal besonders lang her. Ja, und heute schauen wir zurück und sind so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sind entsetzt. Das zeigt ja nur, wie notwendig es ist, an diesen Themen weiter zu arbeiten, ja, als Gesellschaft. Ja, definitiv. Nur für dich vielleicht, sag mal, warum es hier gerade so ein bisschen gerumpelt hat. Ich habe jetzt trotz des nicht ganz so positiven Feedbacks von dem Herrn Ballermann mein Berliner Kindle aufgemacht. Es riecht wie Pisse. Ja, sei mal jetzt ruhig. Weil mit Berliner Kindl verbinde ich mehr als den Namen. Ich habe ja tatsächlich, bin ja in Berlin geboren und auch aufgewachsen in der Passauer Allee. Das ist die Straße zwischen dem KDW, das kennt ihr bestimmt, wo diese Brücke drüber geht. Genau da, quasi hinter dem KDW. Und auf der anderen Seite unseres Hauses war immer, also gefühlt in meiner Kindheitserinnerung, immer so ein Plakat von dem Berliner Kindl. Das seht ihr jetzt hier auf dieser Dose. Das kleine Kind, was in dem Bierglas sitzt. Und das ist auch alles, was ich zu dem Bier sagen will, weil ich habe mich jetzt nicht vorher schlau gemacht. Ich kann noch berichten, das gibt es seit 1872, riecht nach Pisse, laut Kollege Ballermann. Ich habe es ewig und drei Tage nicht getrunken, aber es ist für mich... Steht auch auf der Rückseite hier, leichte Spargelnote. Ja, ja. Aber Ben, ich, zu deiner Ehrenrettung, ich trinke von diesem Berliner Kindl unheimlich gerne dieses Waldmeister-Zeus, dieses... die Weiße. Die Berliner Weiße. Ja. Das ist doch auch von denen. Das ist auch von denen, genau. Und das war meine Mutter, die ja leider nicht mehr lebt, aber jetzt am Samstag ihren Geburtstag gehabt hätte. Die hat immer auch gerne an ihrem Geburtstag Berliner Weiße mit Schuss, so heißt das. Und der Schuss kann entweder Himbeer- oder Waldmeister-Sirup sein, hat die getrunken. Und auch das wollte ich jetzt hier eigentlich nicht zum Besten geben, aber auch das verbinde ich mit diesem kleinen Kind in dem Bierglas. Also lasst es euch schmecken, egal wie es riecht. Und wir können auch gleich gerne thematisch irgendwo weitermachen. Aber man sieht jedenfalls, dass der Ben ja in seiner Kindheit anscheinend auf einem Berliner Hinterhof geguckt hat. Nee, das war vorne auf der anderen Seite von der Straße. Daneben war so ein kleiner, also musst du dir vorstellen, das riesige KDW. Und dahinter war aber so ein kleiner Tante-Emma-Laden, wo wir eigentlich immer eingekauft haben. KDW war wahrscheinlich viel zu teuer für meine Eltern, die haben ja da studiert. Und neben dem Tante-Emma-Laden war so eine ganz klassische Werbefläche, wo immer... Wahrscheinlich noch gemalt, das war, glaube ich, nicht mal ein Poster, wo einfach so dieses Berliner Kindl-Werbe-Emblem auf die Wand gemalt war. Naja, was man so mitnimmt. Ich hätte noch was im Angebot, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall. Ist jetzt ein bisschen was Leichteres, hat aber, ja, so in gewissen Grenzen auch mit Sex zu tun, aber in sehr, sehr engen, bizarren Grenzen. Ich möchte euch eingangs mal eine Frage stellen. Eng und bizarr ist ja schon. Ja, komm. Also, pass auf. Kleines Rätsel. 1980 geboren, hat mehrere Farben, so ungefähr 8 bis 16, Titten und das kennt jeder. Was ist das? Wann ist es geboren? 80. 1980. Ja, das ist auf jeden Fall, ach, du willst auf irgendein Zeichentrick-Ding raus. Ja, hier. Zeichentrick ist schon das richtige Stichwort. Das gibt diese, da muss ich echt sagen, es gibt ja diese Mia und Mi-Folgen, so was mit diesen Feen und diesen komischen fliegenden Pferden, wie heißt die noch, Pegasus oder sowas, als Kinderfilme, die dann da immer als Modeltypen auch mit Möpsen dann da immer rumfliegen, so Sexobjekte. Ja, wirklich, ohne Witz, habt ihr euch das mal angeguckt, ihr müsst euch mal Mia und Mi angucken. Das sind immer... So Mädels, auch mit 16 Farben im Haar, ne? Und dann mit so bunten Pferdchen. Und die erleben dann immer mit so Prinzen so irgendwelche komischen Abenteuergeschichten. Und die sind immer mit einem knappen Minirock gezeichnet, wie so kleine Lolitas.
Ja, Entschuldigung, jetzt bin ich aber die sind, glaube ich, nicht von 1980, die müssten neuer sein. Ja, 1980 ist ja wahrscheinlich irgendwas, keine Ahnung hier, Teletubbies oder so ein Kram. Fast richtig, ich möchte auflösen. Der Teletext ist 40 geworden. Der Teletext? Oder auch als Videotext bekannt. Was hat das denn mit Titten zu tun? Na, das sage ich gleich. Die Überschrift des Artikels, den ich gefunden hatte. Ich fange mal hinten an. Ja, ich habe erst erfahren, habe ich von der Thematik über die gute alte ARD, die sich ein bisschen selbst feierte, weil sie ja auch damals den ARD-Text nämlich eingeführt hat in Deutschland. Bin dann aber weiter in meiner Internetrecherche auf einen Artikel gestoßen, überschrieben mit Pixel-Nacktbilder und SMS-Chats. Der Teletext wird 40. Also seit 1980, es ist nämlich so, ja, hinter, kennt ihr noch den Sender DSF? Ja. Deutsches Sportfernsehen, das bringt jetzt meine Dramaturgie ein bisschen durcheinander, ist aber nicht schlimm. Es war ja nicht immer so, dass es immer nur auf, weiß ich nicht, 300, Tafel 333 die aktuelle Sendung und auch unter 200 Nachrichten und unter 111 das Wetter oder irgend sowas gab, sondern so Spartenkanäle, in Klammern Privatfernsehen, haben natürlich das Ganze auch so ein bisschen für 0190er-Nummer. Richtig! Es gibt sogar eine Webseite, die ich dir auch zur Verlinkung gleich andienen werde. Für die mit dem Show-Notes. Titel Teletext Babes. Und da seht ihr mal, was der notgeile Fernseher der 80er. Das sind nicht mehr die 80er. Das ist aber, also die Seite ist schon älter. Also das ist auf jeden Fall. Das dürfen was wird das für eine Auflösung sein? Wahrscheinlich so 320 Bildpunkte mal. Also zum Stichpunkt, das würde man heute so nicht mehr präsentieren. Das allererste Bild fängt an, also rechts ist die nackte Frau von hinten. Links oben fängt es an mit Jung und Willig, live 1:1, Afro-Girls wollen gerne weiße Sahne, ja. Schwieriges Thema, aber es geht im Grunde so weiter. Ja, das sind irgendwelche Pixelbildchen. Ja, deswegen, das habe ich jetzt als Titten zusammengefasst, weil es letztendlich darauf hinausläuft. Aber das ist so gut gemacht. Du siehst das jetzt auf meinem Handy in so einem Mini-Format. Stell dir das mal auf Fernsehgröße vor, da erkennst du wahrscheinlich nichts mehr. Das ist irgendwie wie Pac-Man, nur in Penisform. Ja, also bizarre Dinge gehen da vor sich. Ist wie in der DDR, die haben aus nichts was gemacht. Ich meine, das ist... Ja, weiß ich nicht. Also du kannst, das Fiese ist ja, du kannst dann da auch noch anrufen und ich weiß gar nicht, was da passiert. Ich habe mich als Jugendlicher nie getraut, mal über den elterlichen Telefonanschluss bei so einer Sex-Hotline anzurufen, weil es damals schon Rufnummern... Nee, das nicht. Aber sag mal, erinnerst du dich, wir haben doch früher auf Partys genau solche Nummern, das werde ich nie vergessen. Da gab es immer diese Nummern und auf Partys, da haben wir dann immer diese Nummern angerufen als vermeintliche Frau. Das war so ein Partyspiel bei uns. Da haben wir in irgendwelchen Küchen gesessen und dann gab es immer eine Nummer für Männer so, und eine Nummer für vermeintliche Frauen, die Männer kennenlernen wollen. Die Männer haben halt, was weiß ich, 3 Euro noch was oder 3 Mark noch was gezahlt und die Frauen nichts. Und dann haben wir da immer in einer Riesengruppe da angerufen und so getan, als ob wir eine Frau sind oder auch teilweise auch die Frauen. Und wir haben vorher so, was weiß ich, 5 Begriffe, so wie Fußnägel oder sowas auf dem Zettel geschrieben, die man in das Gespräch unterbringen musste, ne? Und dann haben wir da uns einen Heidenspaß bei der Valentino zum Beispiel in der Küche gemacht, diese Typen, die dann eigentlich mir immer leid hatten, weil sie nur reden wollten, aber 3,80 Mark dafür die Minute zahlen, dass sie einfach ganz normal reden. Die haben gar nicht so, zeig mir das und das, sondern die wollten einfach nur Kontakt mit einem Mädel. Und dann ist es tatsächlich irgendwie ein Typ, der dann so, ja, hallo, ja, ich schneide mir gerade die Fußnägel. Und so, und der die dann so verarscht. Der so, echt? Oh, geil. Ja, ich will mal gucken, ob ich zu meiner ruinierten Dramaturgie nochmal zurückfinde. Also letztendlich, das ist ja jetzt sozusagen die Kläranlage des Videotexts, ja, der ja im Prinzip jetzt von den Möchtegern-Pornos und irgendwelchen Abzock-Hotlines für 30 Cent, du konntest oder sogar kannst auch für 30 Cent pro Nachricht noch irgendwo mit Leuten chatten, ja, wo ich mir denke, wie kann das sein, wer nutzt das? Aber offensichtlich 40 Jahre alt und im Grunde, und das Geile ist, den gibt es ja immer noch. Den gibt es immer noch. Mehr als 10 Millionen Menschen nutzen täglich den Teletext, heißt es hier. Ist jetzt die Frage, ob du als zu den 10 Millionen zählt man möglicherweise auch, wenn man irgendwie, Untertitel nutzt, also so
Barrierefreiheit ist ja ein Stichwort. Ja, also Sammer, Untertitel gibt es zu verschiedenen Sendungen. Das ist halt technisch auch Videotext. Also, ja, du liegst ja im Krankenhaus mit deinem Knie. Ich will euch jetzt nicht mit technischen Details langweilen, aber tatsächlich 8 Farben, ja, beziehungsweise 6 Farben plus schwarz plus weiß, da kann man schon einiges draus machen. Ja, 74 wurde also der Standard entwickelt, aber erzähl mal, sag mal. Nee, zum Videotext nur kurz nachreichen. Ich muss den Ben enttäuschen, dass ich mich an diesen Party-Gag nicht erinnern kann. Warst du da immer schon nach Hause gegangen, vielleicht? Ich weiß aber nicht. Genau, vielleicht war ich da schon unterm Tisch, aber oder nach Hause gegangen. Aber das, was der Prollo eben noch sagte, das wollte ich auch nochmal hervorheben. Und was der Ben dann auch überraschend sozusagen feststellte. Ich habe auch schon vor einiger Zeit mal was über Videotext gelesen. Und es ist doch kaum zu fassen, dass im Internetzeitalter der Videotext nicht totzukriegen ist. Und darüber gab es nämlich schon mal irgendwo einen Bericht. Ich habe jetzt nicht mehr ganz präsent, worum es da, also was da jetzt im Detail alles geschrieben wurde. Aber es ist, und du hast ja gerade irgendwie, glaube ich, gesagt, wie viele Nutzer waren es? 40 Millionen oder was? 10. Ja, das je nachdem, wie man zählt und wem man aber zählt. Aber jeden Tag. Aber, ja, also. Und es kann sich ja vielleicht jeder mal selbst fragen, vielleicht liegt es ja auch genau an diesen komischen Seiten, die da auch bedient werden. Aber ansonsten kann sich ja jeder mal fragen, wieso braucht man den Videotext eigentlich noch? Ich muss zugeben, dass ich ihn außer wenn ich bei meinen Eltern Fußballergebnisse live abrufen will und mein Handy nicht zur Hand habe, dass ich ihn eigentlich überhaupt nicht mehr brauche. Ja, das ist doch schon mal früher, was. Ja? Früher war das anders. Ja. Also hier wird auch als mögliche Antwort, warum das genutzt wird, erstens, weil es ziemlich schnell zu bedienen ist. Ja, das stimmt. Wenn der Fernseher eh läuft, hast du sofort mal was nachgeguckt. Ich erinnere mich auch früher, dass am Fußballwochenende generell auch der Fernseher lief im Hintergrund und der Vater gelegentlich mal drauf einen Blick drauf warf und als Köln-Fan in den meisten Fällen einen Verzweiflungsschrei, manchmal aber auch einen Freudenschrei ausstieß. Aber das verbinde ich auch mit Teletext oder Videotext, dass du dann diese Übersichtsseite mit den Spielen hast, je nachdem, wie viel gerade stattfinden, und wie gebannt auf diese Pixel-Grafik starrst und quasi diese Zahl anbetest, dass sie jetzt gleich von einer 0 auf eine 1 umschlägt oder so. Und wenn das dann irgendwie passiert, dann so, ja! Yeah! Und dann gab es ja auch immer so unterschiedliche Farben. Wenn das Spiel noch live war, dann war es irgendwie lila. Mhm. Und wenn Pause ist oder zu Ende abgepfiffen ist, dann wurde die Zahl weiß. Und das so, oh shit, die haben nicht noch den Treffer in der Nachspielzeit hingekriegt und so. Das hatte echt eine gewisse Romantik. Das ist in der Tat aber auch immer noch etwas überraschend, aber immer noch ein Vorteil des Videotexts im Vergleich zu zumindest vielen Internetseiten, dass das wirklich sich von selbst aktualisiert. Ja, das bieten die meisten Seiten nicht an. Selbst beim Kicker muss man eigentlich die Aktualisierung anstoßen. Also es sei denn, man hat irgendwie einen Alarm sich eingestellt für ein Spiel oder alle. Also das ist ein technischer Vorteil, ja. Ja, witzigerweise hat es der Teletext auch tatsächlich ins Internet geschafft, umgekehrt. Ja, also die ARD hat offenbar auch eine Smartphone-App. Teletext gibt es natürlich auch im Internet, wer es braucht. Aber weiß ich nicht, also man weiß halt, was man findet, es ist übersichtlich, die Zahl der Seiten ist begrenzt und hier wird auch angemerkt, dass ja durchaus viele Nutzer vielleicht gar kein Smartphone haben, ja, also vielleicht was für das ältere Publikum, ist ja auch immerhin 40 Jahre alt und warum nicht, ja, also kann man nutzen und ich habe gleich noch das Zitat des Tages. Die technischen Details erspare ich euch jetzt. Witzigerweise, wir sprechen ja immer noch über Presse im eigentlichen Sinne. 1977 schon, ja, die Presseverleger sind ja heutzutage der Meinung, das Internet gräbt ihnen das Wasser ab. Ja, 1977 schon sagte der BDZV, der Bund der Deutschen Zeitungsverleger, man sieht beim Videotext eine Konkurrenz für die Printmedien. Und womit konterte man? Mit der Bildschirmzeitung. Ich habe jetzt leider nicht recherchiert, wie die aussieht, diese Bildschirmzeitung, aber erstmal dagegen sein, ja. Oder die Leute lesen keine Zeitung mehr. Und das war 77, ja. Und geil, ja, hier ist so eine schicke Chronologie, die größtenteils langweilig ist. Aber hier 1991, das ist so geil. Ihr müsst euch mal, versetzt euch mal in das Jahr 1991. Wim Tölke lebt noch.
bisschen konservativer öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Das 10-millionste TV-Gerät mit Videotextdecoder wird verkauft. Der glückliche Käufer ist die Familie Knospe aus Potsdam, die dafür mit einem Videorekorder belohnt wird. Mensch, toll. Power ist toll. Ich fühle mich gerade wieder total jung. Und ja. Karl-Heinz, eine Frage doch an dich. Ist das nicht schlimm für dich, dass du sogar, also nur du, nicht wir, dass du sogar älter als der alte Videotext bist? Ich bin doch 39 Jahre alt, habe ich doch gerade gesagt. 39 Netze. Geboren, ja. Ne? Ja. Ein Leben ohne Teletext kenne ich gar nicht. So, die Chronologie endet 2020 damit, dass man sich den Teletext natürlich auch von Alexa vorlesen lassen kann. Ja, und damit schließt sich der Kreis. Wunderbar. Nett. So. Ja, damit schließt sich auch so langsam unsere Sendung. Ich muss dem Ballermann leider zustimmen. Berliner Kindl löst in mir ganz viel positive Erinnerung aus, schmeckt aber wie Scheiße. Richtig. Das ist echt nicht gut. Wir wollen ja hier auch so ein bisschen über das Bier sprechen oder überhaupt die Getränke und das darunter ist echt nur noch der Schleimlöser. Das ist auch wieder eher, vielleicht sollten wir mal anfangen, Punkte hier zu vergeben, aber es ist für mich so ein Ein- oder Zwei-Punkt-Bier, muss ich sagen. Vielleicht ist die Stimmung nicht richtig. Ich weiß es nicht, ich habe es die ganze Nacht im Kühlschrank gehabt, das ist hier schön durchgekühlt angekommen. Aber selbst Heineken, was jetzt auch nicht als das Bier der Biere unbedingt gilt, schmeckt mir da doch deutlich besser. Du musst das halt vorm Trinken ausschütten, das hilft. Ich finde, Ben, ehrlich gesagt, wir sollten doch nochmal die Berliner Kindl und den Schleimlöser nebeneinander stellen und dann nochmal parallel kosten, denn das glaube ich jetzt nicht, dass der Schleimlöser schlechter schmeckt. Du, den säufst den du Schleim, aber, mein Lieber. Den Schleimlöser werde ich dir nie verzeihen. Ja. Nie. Dafür werden wir dich dein Podcast-Leben lang beleidigen. Ja, und du kannst davon ausgehen, dass eins der nächsten drei Getränke, wenn du dich mal wieder in diesem Bus traust, voller Amphetaminabwasser sein wird. Und Spargeltestwasser. Ja. Wartet mal ab, was ich euch mitbringe, wenn ich wieder da bin. Wir freuen uns schon so. Ja. Sagst du jede Woche. Soll ich zum Abschluss der Sendung noch eine meiner gefürchteten ganz kurzen Meldungen bringen? Ja, aber nur. Da brauche ich keine 2 Minuten. Ja, dann hau rein. Ja? Also. Aber mit X. Wir wissen ja, ne, wegen Corona sind auch die Flugzeuge am Boden geblieben und wir hatten ja mit dem Malte auch einen Experten da, der uns hierzu sicherlich auch noch was sagen könnte, wenn er denn jetzt wieder unser Stargast in der Leitung wäre. Ich hab übrigens gehört, entschuldige, dass ich unterbreche, ich habe übrigens gehört, dass der mit so einem Techniker zusammen noch so ein waghalsiges Penismanöver fliegen wollte. Ja, aber mit eingedrehtem Looping. Genau. So, ja, Entschuldigung. Jetzt aufgepasst. Also, so langsam wird ja auch wieder geflogen. Und ein Ferienflieger der Airline Eurowings hat den ersten Ferienflug nach Sardinien ordentlich verpatzt. Und zwar habe ich diesen Artikel bei Spiegel Online gefunden. Der Flieger, hier steht Samstag, ich weiß nicht, welcher Samstag genau gemeint ist, letzte aber Woche Samstag. Der am Wochenende Rolle, musste am Samstag musste der Airbus A320 von der Mittelmeerinsel jedenfalls unverrichteter Dinge zum Startflughafen nach Düsseldorf zurückfliegen. Denn der Zielflughafen Olbia an der Costa Smeralda ist für internationale Flüge noch bis zum 24. Juni gesperrt. Ja. Das ist eine Information, von der eigentlich auch die Lufthansa-Tochter hätte wissen können, wie ein Sprecher am Montag einräumte. Die Einschränkungen waren in den obligatorischen Notice to Airmen, abgekürzt wohl NOTAM, nachzulesen, die bei jedem Flug berücksichtigt werden müssen. Stand im Teletext. So, jetzt sagen, das hat wahrscheinlich auch im Teletext gestanden. Es habe im Vorfeld ein Missverständnis bei der Interpretation der NOTAMs gegeben, sagte ein Sprecher. Die Passagiere seien umgebucht worden. So, und jetzt richtig schön zum Abschluss. Das immerhin führte zu überschaubaren Kosten, denn laut Eurowings saßen nur 2 Fluggäste in der Maschine. Also das finde ich eine schöne Geschichte, die Eurowings ja dann doch ein bisschen Geld gekostet hat, unverhältnismäßig viel für 2 Fluggäste. Na, ein Glück sponsert der Staat das jetzt.
Ja. Aber versetz dich doch mal in die zwei rein. Ja, du freust dich, wie Bolle sitzt in deinem Privatflugzeug und dann musst du wieder zurück. Aber die haben, unvergessliche Instagram-Fotos gemacht. Ja, ja gut, ich in meinem A320. Vielleicht habt ihr das noch nicht gelesen, diese Flynotes da, ne? Oder Airnotes oder was es da immer auch ist. Das ist auch manchmal nicht so leicht, die zu interpretieren. Ne? Also wahrscheinlich stand da drin, haben die gelesen, okay, die Toiletten auf dem Flughafen sind gesperrt. Und ja, das kann man schon mal verwechseln. Ne? Ja, also Malte, wenn du das hörst und aufklären kannst, dann schick uns eine Nachricht und wir lesen die hier gerne vor. Du bist unser Flugzeugexperte. Juti, die Zeit verfliegt auch. Wir müssen leider mal raus. Wir wollen ja hier noch ein kleines Fiege-Tasting hinten dran schneiden, was nächste Woche erst stattfinden wird. Und für euch Hörer in wenigen Sekunden sich dann anschließt, euch anderen wünsche ich ein schönes Wochenende. Sag mal, viel Spaß noch im Homeoffice. Wir trinken, ich denke, so viel muss sein, unser Berliner Kindle wenigstens noch aus. Pfui Deibel. Echt? Dazu zwinge ich dich, Alter. Und dann wünsche ich auch euch hier einen schönen Feierabend. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Tschüss. Für die einen ist es nur eine logische Sekunde, für die anderen ein ganzes Wochenende. Wie versprochen sind wir jetzt hier zusammengekommen am Dienstag nach unserer letzten Aufnahme zusammen mit dem Ruhrpott-Mädel Verena im Bus. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich dachte, du bist die Froni. Ja, manche nennen mich auch so. So ja. Oder so. Und mit mir zusammen der gute Herr Ballermann, höflich wie immer. Ja, schön, dass ich da bin. Und am Telefon, noch immer im Homeoffice ausharrend, der Herr Sammer. Was ist? Super, wir sind parat. Den lieben Prollo können wir nur grüßen. Der musste zwischenzeitlich den Bus verlassen. Wir haben natürlich alle anderen hier ausgeharrt, das ganze Wochenende. Und feiert Geburtstag. Schöne Glückwünsche in diesem Sinne. Und ja, wir sind heute hier zu einem ganz speziellen Bier-Tasting zusammengekommen, denn die Verena hat ja im Internet den Mund ziemlich vollgenommen und gesagt, sie würde uns mit richtig gutem Fiege-Bier versorgen. Ich habe ehrlich gesagt davon noch nie gehört. Nee. Es soll aus Bochum kommen. Was ich über Bochum weiß, ist, da kommt Herbert Grönemeyer her, Frank Goßen, die ich beide sehr schätze, der VfL Bochum und es ist ein Hort von Nächstenliebe, denn in unserem internen Chat hat der Sammer noch am Wochenende einen NTV-Artikel verschickt, wo an der Fleischtheke in Bochum es zur Eskalation kam. Ein Mann war überzeugt, dass er zu nah von seinem Hintermann auf die Pelle gerückt bekommt und sagt zu ihm, hau ab hier oder ich hau dir gleich in die Fresse. Und dann ist er einen Schritt zurückgetreten, das hat ihm aber nicht gereicht. Dann hat er ihm mit einem 2 Kilo Rinderfilet in die Schnauze geschlagen. Das ist Bochum. Das hat Stil. Ich wusste gar nicht, dass sie so viel Kohle haben, sich ein 2 Kilo Rinderfilet-Steak zu holen. Ja, ja. Und was passt gut zum Rinderfilet? Ich denke, ein gutes Bier. Ich dachte immer an Rotwein. Definitiv. Ben, pass auf, das passt auch gut zu meiner Erinnerung an Bochum. Genauer genommen habe ich früher eigentlich nur mit dem VfL Bochum gehabt als Fußballfan. Und ich erinnere mich noch, dass die Polizisten in Bochum irgendwann mal den goldenen Schlagstock verliehen bekommen haben. Aufgrund ihrer kooperativen Zusammenarbeit. Also kriege ich aber lieber so ein 2 Kilo Rinderfilet ins Gesicht als einen Schlagstock. Vielleicht war das ein pensionierter Polizist, der keinen Schlagstock mehr hatte. Der genau. Nimmt jetzt Rinderfilet-Steaks. Genau. So, aber heute wollen wir was über Fiege lernen. Ich würde vorschlagen, da du das Spiel hier eröffnet hast mit dem Bier und eins noch vorweg, wir werden nicht gesponsert durch die Fiege-Brauerei und auch sonst kriegen wir kein Geld dafür. Das kann natürlich gerne noch kommen. Der Ballermann grinst schon so, ne? Aber heute machen wir das hier einfach mal für lau und sind interessiert, was hat Fiege so zu bieten? Ja, da leite ich euch gerne durch. Fiege ist Bochum. Bochum ist Fiege. Ich selbst habe damals bei einer anderen Brauerei gearbeitet, bei Stauder. Stauder ist in Essen vertreten. Du hast bei einer Brauerei gearbeitet? Ja, während meines Studiums die ganze Zeit. Mhm. Oh, cool. Genau, und eigentlich, ja, typisch Ruhrpott-Mädel, ich mag Bier. Vernünftig. Nicht Sekt, ich mag Bier. Und jetzt habe ich mal hier eine kleine Auswahl mitgebracht. 11 Sorten hat Fiege anzubieten und ich habe 8 davon mitgebracht. Je. Ja.
Einer heißt ja, glaube ich, auch der kleine Moritz oder der leichte Moritz oder so. So ein Leichtbier. Der hat 2,6% dann nur Alkohol. Und ja, ansonsten habe ich hier für Prollo Ferrari, der ja leider heute nicht dabei sein kann, einen Radler mitgebracht. Ah, das heben wir ihm das auf. Das heben wir ihm. Ja, das geht ja nicht. Das Wobei, in meinen Augen ist das eins der besten Radler, die es gibt, weil es ist ein recht herbes Pilz und dann gemischt mit Zitronenlimonade sehr lecker. Mm, das hört sich aber interessant an. Worauf ich verzichtet habe, war dann Radler alkoholfrei mitzubringen, weil ja, ich das glaube, ist das ist dann... Nee, obwohl, das wäre was hier für den Sommer gewesen. Aber der ist ja nicht da. Ach, ja, aber Schrauberger. Ja, aber den hätten wir ja zuschicken können. Und außerdem, wenn wir dann noch ein bisschen Schleimlöser reinschütten, dann wäre das ideal. Vielleicht kannst du das mal vermarkten. Ja, also um deine Schleimspur zu lösen, wäre es sicherlich sinnvoll gewesen, Ballermann. So, komm, Leute, ich habe Durst. Ja, Durst. Der Freundlichkeit, bevor einer das Rinderfilet auspackt. Ja. Gründer. Gründer von Moritz Fiegel. Also da habe ich nachgelesen, so viel weiß ich eigentlich auch nicht da über das Bier, ich trinke es einfach nur. Geht zurück auf die Gründer der Moritz Fiege Brauerei und das Bier soll dem am ähnlichsten sein, was die zuerst gebraut haben. Nee, das kann gar nicht sein. Aber gut, beim Bier hast du vielleicht recht, aber ich habe nämlich gelesen, Leute, wo wir gerade beim Gründer sind, dass die bei der Gründung was völlig anderes gemacht haben. Ja. Die haben nämlich damals, das war 1736, ne, da gingen die Anfänge zurück, da hat doch der Moritz Fiege, das war wohl der allererste, in der Beckstraße in Bochum eine Fusel- und Brandweinbrennerei betrieben. Genau. Und das Geile ist, dass in demselben Wikipedia-Artikel steht, 1876 erhielt Moritz Fiege die Braurechte der Stadt Bochum. Wer jetzt rechnen kann, der stellt fest, das ist 140 Jahre später. Also der ist ganz schön vitaler Mann, der Moritz. Ja, der kann was. Bier hält fit. Ja, und wir wissen jetzt, wo der Ballermann immer seine Qualitätsrecherchen macht. Ja, natürlich. Ja. Wikipedia. Aber das sieht schön aus. Das ist hier so ein bisschen, hat die Verena so Moritz Fiege Helles. Das ist auch so ein bisschen auf bayerisch von der Optik. Das sieht wirklich lecker aus. Das ist vom Geschmack wie Kölsch. Also es ist viel süffiger als das normale. Und was man mal dazu sagen muss, die sind ja alle in so einer richtig schicken Bügelflasche. Ne? Da stehen wir hier alle, glaube ich, ziemlich drauf. Der Prollo hat auch schon gesagt, er mag am liebsten Bügelflaschen. Mhm. Und ich gucke da rein, ich glaube, die haben alle die Bügelflaschen. Die haben alle Bügelflaschen, ja. Hier steht nämlich eine ganze Tüte voll. Sag mal, wollen wir mal eins aufreißen? Der Tisch wird sonst so voll. Ja. Womit fangen wir an? Fangen wir mit dem Klassischen an? Also das ist ja für den Prollo. Ja. Das stellen wir das mal ist direkt das zur Seite. Ja, komm, dann das. Das klassische Pilz, ja. Genau. Was ja wohl eine Sensation oder eine Revolution im Ruhrgebiet war, weil auch wieder Wikipedia weiß, dass 1926, als sie das erste Pilz dort gebraut haben, war das total neu im Ruhrgebiet. Damit haben die so richtig so einen Trend. Ich meine, Pilz verbinde ich eigentlich mit Ruhrgebiet. Da würde ich sagen, was trinken die Leute im Ruhrgebiet? Pilz. Aber Fiege war wohl der Erste, der das dort etabliert hat. War das der Erste oder sind die da nur umgeschwenkt? Also 1926 braute Moritz Fiege mit Hilfe seines Braumeisters eine für damalige Verhältnisse im Ruhrgebiet völlig neue Bierspezialität, das Moritz Fiege Pilz. Ja gut, die haben wahrscheinlich vorher immer nur so aus von der Pütt da irgendwie so das Dreckwasser irgendwie dann aufbereitet und haben daraus Bier. Und jetzt ist das eine Sensation, durch das Bier kann man durchgucken. Krass. So, gar keine Vorurteile hier. So. So, jetzt komm, so. Wir machen das jetzt mal. Das wird ja schlecht. So. Tut mir sehr leid, Sammer, dass du jetzt nichts davon abbekommst. Der Sammer. Ja, das tut mir auch total leid. Ich heb dir eine Pulle auf. Sammer, während wir trinken, könntest du zu Hause doch das Klo putzen. Jetzt, wo ich weiß, wie du heißt. Du Ballermann, du nimmst ganz schön den Mund voll heute Abend. Ja, auch jetzt. Zum Wohle. Prost. Vielen Dank. Prost, Eleni. Vielen Dank für diese... Echt super, super Einführung hier schon mal. Wir haben eine ganze Tüte. Das werden wir wahrscheinlich gar nicht schaffen, das alles jetzt leer zu trinken. Zumindest nicht on-air. Wobei, das wäre auch ganz lustig, das dann mitzuverfolgen. Was ist denn hier los? Die haben schon noch eine gewisse Tradition sich bewahrt, so dieses von diesem Püttwasser. Also ich mag es total gerne. Ja, ich finde es auch voll lecker. Muss du ich sagen. Bist doch der Norddeutsche. Das schmeckt doch total ja, herb. Also Hefe ist doch ganz... furchtbar dagegen. Jever ist ja das beste Bier der Welt. Das kommt ja, das liegt ja, also Jever, das wusstest du ja nicht, liegt ja neben der schönsten Stadt Deutschlands. Und das ist ja bekanntlich Wilhelmshaven. Mhm. Ja. Was, wie heißt eigentlich das Bier in Wilhelmshaven? Da kannst du ja auch mal demnächst einleiten. Ja, wir brauchen kein eigenes, weil wir haben ja das beste Bier aus der, sozusagen der Stadt, die Stadt mit dem besten Bier liegt ja gleich neben Wilhelmshaven, also Jever.
Das, es gibt sag mal, ist das eigentlich noch zu ertragen, diese Selbstbeweihräucherung für Wilhelmshaven? Wir sind jetzt in Bochum, Alter. Jetzt lass doch einfach mal heute so Bochum ist das. Hier. Aber es schließt sich so der Kreis. So. Statt hier Wilhelmshaven, was ja auch irgendwie so ein Hotspot für Corona geworden ist, hier zu preisen, zieht da über Bochum und die anständig hart arbeitenden Steiger und weiß nicht was für Grubenleute her und behauptet, die hätten hier irgendein Brackwasser getrunken. Du Schleimer. Allermann, der ist schon wieder gut drauf. Nee, aber ich muss mich korrigieren. Ich habe ein Hanuta gegessen. Und dann ist natürlich so der erste Schluck vielleicht ein bisschen kontrastartig. Aber das schmeckt doch, das schmeckt ganz gut. Ah, also ich habe meinen schon leer und ich finde das echt lecker. Ja, dann. Aber vielleicht machst du ganz kurz noch die Tour zu Ende, damit wir hier auch das Foto, da werden wir euch das zeigen in den, sag's mir. In den 6 Uhr Nachrichten? In den Shownotes. Ach so, in den Shownotes. Das ist ja der Artikel, der Begleitartikel zu dem. Ja. Da machen wir immer so ein kleines Foto rein. Ach so. Für also die Fahrer unter uns Fiege alkoholfrei. Mhm. Aber schmeckt auch gut, weil das Pilz recht herb ist. Dann das Schwarzbier. Oh, da kann man halt die Düsseldorfer. Oh, kannst du mir mit gestohlen bleiben. Das ist natürlich, aber das ist schon geil. Also seit unseren Bockbier-Folgen, muss ich sagen, da kann man das echt gut trinken. Das gibt es halt auch noch mit Cola. Kenne ich so mal. Also sowas, ich brauche ja nicht mal Radler, ist nicht mal meins, sondern, aber gut, jeder wie er mag. Das Zwickel. Das sieht ja auch lustig aus. Habe ich auch. Mal nebenbei gefragt, Verena, weißt du denn, was im Ruhrstadion dann ausgeschenkt wird? Das normale Fiegepilz. Plus die Dönninghauswurst. Aber schon Fiege, ja? Ja. Na, das finde ich gut. Ja, prima. Wer war denn schon mal im Ruhrstadion? Verena offensichtlich ja. Ben Ballermann? Nee, ich noch nicht. Mm-mm. Das ist klein und sehr, sehr lobenswert. Klein, aber fein. Richtig ordentlich Stimmung da, wenn es voll ist. Ja, dann wir wollen ja eigentlich auch, wenn es jetzt nicht diese schwierigen Zeiten gegeben hätten, wären wir ja auch gerne vor Ort gewesen. Ne? Hätten wir eine kleine Exkursion in Bochum gemacht. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nach Wilhelmshaven. Aber ja, nach Jefer. Ich habe das ja früher, das habe ich glaube ich ja schon mal erzählt, haben wir ja früher Radtouren aus Wilhelmshaven gemacht zur Jefer-Brauerei, um da dann so eine Bierprobe zu machen, weil die war halt für lau. Und das war nicht immer ganz lustig. Vielleicht sollten wir das hier auch mal machen. Ja. Das gibt es doch bestimmt, oder? Ja, das gibt's, habe ich gesehen auf der Webseite. Ja. Die haben so Touren. Ben, kannst du uns denn dann einen Presseausweis besorgen, dass wir dann auch als Presseorgane hinkommen und entsprechend mit Sicherheit voll besoffenen, voll in die Presseorgane. wir schreiben für so ein Biermagazin, das heißt voll in die Presse. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. So. Ja, im Moment haben sie keine Termine, ich habe schon mal geguckt, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da habe ich übrigens gearbeitet, also bei Stau oder in der Brauerei in Essen. Da habe ich dann so bei Brauereibesichtigung gekellnert und das war ein guter Nebenjob. Ja, cool. Und bei Veranstaltung. Ja, sowas machen wir mal. Jetzt haben wir hier noch das Zwickel und noch einen Bernstein. Das finde ich echt richtig lecker, aber es ist Karamell lastiger. Ja, los, komm. Aber ich finde das sehr angenehm. Los jetzt. Ja. Du wolltest doch schon immer mal einen Snickers essen oder einen Mars. Ja, dann hau auf. Und jetzt einmal schön das Plop. Darf ich mal? Ja, das sieht auch tatsächlich Bernstein aus. Bernsteinfarben. Den Mädels schenkt man ja immer zuerst ein, deswegen habe ich den Ben jetzt mal eingeschenkt. Dankeschön. Das soll aber natürlich nicht die Froni beleidigen. Irgendwie tut es das. Aber das ist mir leider gerade auch aufgefallen. Verdammte Axt. Na. Gut, ich habe mich heute Morgen extra rasiert für diese Folge, aber hätte ich es nicht erwartet, dass du jetzt so weiblich aussiehst. Ja. So. Also, vielleicht beschreibt ihr mal das Bier, weil die Hörer können ja nicht hören, nicht sehen, meine ich. Schöne braune Farbe, bisschen wie so Püttwasser, ne? Wieder. Bernsteinfarben. Daher hat es den Namen, Moritz Fiege Bernstein. Und was gefällt dir so genau an dem Bier oder was gefällt dir generell? Ist Fiege, ist das für dich einfach so, das kann ich auch nachvollziehen, so einfach Heimatbegriff, wenn du sagst Fiege, ich meine, das wird ja auch ein Stück weit dann verklärt. Ich finde, das schmeckt bislang alles sehr gut, aber es wäre mir jetzt wahrscheinlich nicht per se in Erinnerung geblieben, wenn man nicht damit was verbindet. Das ist ja mit all diesen Dingen so und deswegen, ich habe letzte Woche noch den Versuch gemacht, auch in dieser Folge, die hier vorne dran ist, mit dem Berliner Kindl hier einen Punkt zu machen. Da musste ich leider selber feststellen, das waren viele Erinnerungen, die da dranhängen, aber es schmeckt
Nidde-Sodol. Mm. Und hier ist ja wenigstens der Geschmack bisher echt in Ordnung. Aber das ist auch wahrscheinlich das Heimatgefühl, das dabei ist, oder? Ja, ja, ich komme aus Bochum und da lebe ich auch wieder nach 10 Jahren Köln. Und Fiege ist einfach, ja, support your locals. Ja. Die tun viel für die Region. Und das finde ich geil, weil die verleihen die Bierkutschermütze. Mhm. Unter anderem haben sie es auch verliehen an meinen Helden Frank Goßen, der wirklich geile Bücher schreibt. Das kann ich nur jedem empfehlen, teils über Fußball, teils auch einfach nur über Bochum und generell das Leben. Der Typ, den habe ich einmal live gehört und das ging dann so los, das Programm, dass der sagte, er hätte den Blick so schweifen lassen über die weiten Länder und bla und blub und hat sich dann gesagt, schön ist das nicht. Zum Wohl, darauf trinken wir. Du hast echt Lust, auf die Heimat. Prost. Also ich streue dann nochmal eine Frage ein an die Sauftruppe da. Ihr habt ja recherchiert. Haben die denn auch irgendwie jetzt wirtschaftlich Probleme? Viele Brauereien sind ja kurz davor, irgendwie in die Knie zu gehen, weil der Konsum jetzt doch sehr eingebrochen ist über Corona und sowieso ja die Brauereien es schwer haben. Wie läuft es bei Fiege? Wisst ihr das? Hm. Guck mal wieder nach in deinem komischen Artikel davon. Hm. Wahrscheinlich auch, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, dass sie auch sehr darunter leiden, dass die ganzen Restaurants dazu hatten eine ganze Und? Zeit lang. Was sagt Wikipedia? Weiß ich nicht. Hast du die Geschäftsberichte ausgewertet? Stauder ist auf jeden Fall ordentlich in die Knie gegangen. Also Bierkonsum ist ja die letzten Jahre deutlich zurückgegangen. Und da mussten die ordentlich abspecken. Das weiß ich ja von der Stauder Brauerei. Aber ich denke mal, bei Fiege sieht es ähnlich aus. Attraktiv finde ich auch, dass es ein Familienunternehmen ist. Das wollte ich gerade sagen. Der erste Moritz, da gab es dann noch diverse andere Moritz. Ich glaube Hugo. Guck mal nach, ob der Hugo war. Ja. Der Johann Fiege war da irgendwann mal zwischendurch. Hugo und Jürgen. Jürgen heißt er. Und jetzt steht hier halt in meinem Wikipedia-Artikel, Carla und Hubertus sind 2019 in die Brauerei eingestiegen. Aber die alten Herren sind immer noch präsent, also bei jeglichen. Und sind das auch so lokale Größen dann im Bochumer Society? Ja, die sind sehr geschätzt. Also das ist sehr lecker hier, das Bär. Hätte ich nicht erwartet. Ich hätte nicht erwartet, es schmeckt mir noch besser als das Pilz. Mhm. Überraschend. Eigentlich mag ich so das Herbe am liebsten. Sag mal, was trinkst du denn eigentlich? Gutes deutsches Wasser. Ich trinke demnächst mit dir nochmal eine Runde Schleimlöser. Da freue ich mich drauf. Ja, das ist nett. Ah. Ja, ich würde sagen, für unsere Hörer, damit es nicht zu langatmig wird, reißen wir noch eine Flasche auf und gucken mal, wie das schmeckt. Und den Rest genießen wir dann sozusagen Darf ich einen Wunsch äußern? Weil ich ja so bescheiden, ich würde gerne das probieren. Ja. Dieses Helle, weil das sieht nämlich cool aus. Das sieht wirklich cool aus. Ja, dann beschreib mal, ich sehe es ja auch nicht. Ach, du siehst das gar nicht, sag mal. Ja, stimmt ja. Ah, das ist Ballermann, komisch. Das ist so eine braune Flasche mit Bügelverschluss und mit einem, ja, leicht bayerisch angehaucht, aber irgendwie auch retro-modernen Emblem versehen. Und da steht Moritz Fiege Helles drauf. Und das sieht zum Anbeißen aus. Sollte man aber doch lieber trinken. Ja, ich mag auch so Etiketten, die so ein bisschen einfach sind. Das ist so ein bisschen, finde ich, das ist so nostalgisch, ne? Das ist so auf, ja, schlicht, aber das ist so auf 60er, 50er Jahre gemacht. Wenn man das vergleicht, die haben ja hier sehr unterschiedliche Designs drauf, aber das ist hier definitiv, sticht so ein bisschen raus. Also machen wir das mal auf, jetzt bringen wir nochmal das Fump. Das musst du aber ans Mikro halten, damit dir es fummt. Ja, das war ja gar nichts. Schnauze. Wir haben uns so lieb immer in diesem Podcast. Weißt und das du, Geile ist, mit steigendem Alkoholkonsum wird das nicht weniger. Jetzt hält ja auch noch das Glas gerade. Weißt du, Froni, das ist halt, wenn man die ganze Zeit mit inkompetenten Leuten umgeben ist, das macht einen irgendwann kaputt. Deswegen hast du auch am meisten Schaum in deinem Glas. Ja, siehst du. Ja, der Ben Cartwright, der hat mir nämlich das Glas bis oben hin mit Schaum gefüllt. Mhm, der Spezialist. Hat er, sag mal, wieder Schleimlösetablette reingeschmuggelt. So. Und jetzt verkosten wir das Wie viel Volumenprozent hat das gute Zeus denn eigentlich? 4,8, okay. Ja gut, das ist ja Standard. Ja. Alles in Bochum abgefüllt, wie ich sehe. Mit echtem Pütt. Wir machen gleich da noch ein schönes Gruppenfoto hier mit den ganzen Flaschen. Und die sind im Übrigen eisekalt. Das kann ja auch nicht jeder. Ja. So ist das. So nochmal auf die Froni deswegen. Auf die Froni. Herzlichen Dank und sehr lecker. Süffiger. Froni, darf ich dir mal eine Frage stellen? Kommt drauf an. Warum hast du eigentlich deine Haare rot gefärbt? Warum bist du eigentlich farbenblind? Hm?
Jetzt fragt er gleich nach deinem Bein, wann du wieder auf dem Platz stehst mit dem Knie und so weiter. Nein, das frage ich doch immer den Sammer. Ja. Ja, sag mal, es ist schade, dass du nicht hier bist, du verpasst wirklich was. Das ist lange, lange, lange haben wir jetzt ausharren müssen für diesen Moment. Und ich finde es ganz großartig, dass du es wahrgemacht hast, trotz Corona, trotz allen Widrigkeiten hier wirklich 8 tolle Flaschen Bier anzuschleppen. Eiskalt, alles lecker bisher. Ich bin mir sicher, die anderen schmecken genauso gut. Und wenn die lieben Macher, Johann und Hugo und wie sie alle heißen, das hören. Clara und Hubertus, dann kommen wir gerne auch mit unserem Podcast-Bus in Bochum vorbei, schnappen so ein bisschen die Stimmung in Bochum und Umgebung. Und die beiden alten Herren, die schnappen wir uns auch. Ja. Bei dieser Schnappertour, da werde ich dann auch dabei sein. Ja, da ist er wieder dabei. Aber jetzt so langsam muss ich mich hier aus der Runde verabschieden. Ja, wir verabschieden uns alle, ja, mein Lieber. Das war ja nur ein kleiner Take am Ende, dass wir hier auch nochmal über das Fiegebier berichten können und vor allem einfach wieder eine gute Gelegenheit haben, mit der Verena über ihr Lieblingsbier ganz offenkundig zu sprechen. Liebe Hörer, wenn ihr weitere Lieblingsbiere habt, dann natürlich ran damit. Wir sind für alles offen, aber Fiege legt die Latte jetzt schon gewiss hoch. Der Ballermann wird auch noch liefern in Wilhelmshaven. Hm, klar. Und dann genau, wir können ja für weitere Angebote auch mit uns in den Benanza-Bus setzen und nach JWD reisen und irgendwelche weiteren Testungen vornehmen. Ja, ja, das machen wir sehr gerne. Dafür ist das Ding da. Und nur dafür. Genau. Vielen Dank nochmal, dass du hier warst. Gerne. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Die Folge kommt morgen raus und dann schauen wir mal, was das nächste Tasting so hergibt. Und ein paar von denen können wir jetzt ja noch leer machen, würde ich sagen. Gehabt euch. Ja, dann machen wir. Prost euch noch, ne? Ja. Jo, tschüssi. Tschüss.